Freitagabend, den 28. Juni, wurde an der Haseweide das Benefizspiel des VfL Eute und der VfL Osnabrück gespielt, zum Gedenken an Paul Jaschke. Die Kinder von Paul Jaschke, Luisa und Maurice Jean-Paul, wurden Bilder überreicht von ihrem Vater. In die zweite Bundesliga. Dieses heutige Testspiel findet insbesondere im Gedenken an unseren Trainer Paul Jaschke statt, der im Februar an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben ist. Der vielfache Juniorennationalspieler debütierte schon mit 17 Jahren im Zweitligateam des VfL Osnabrück und blieb diesem bis 1991 treu, bevor er dann zu Preußen Münster und später zum VfL Herzlake wechselte. Der Teammanager des VfL Osnabrück, Julius Ohnesorge, und der Fußballobmann des VfL Eute, Andreas Mitzlaff, haben sich im Vorfeld darauf geeinigt, ihre Eintrittsgelder der heutigen Partie als Spende an die Kinderhilfe Fechter e.V. weiterzugeben. Ich bitte Luisa, die schon neben mir steht, und Maurice, einmal zu mir zu kommen, um ein kleines Geschenk mit nach Hause zu nehmen. Bei einer sommerlichen Temperatur und mit mehr als 900 Zuschauern wurde es ein Fest. Ein fester Ton und ein tolles Event zum Gedenken an Paul Jaschke. Wir sehen außer das 1:9 alle Tore dieses Spiels. Bei der VfL Eute sehen wir ein bekanntes Gesicht, ein Zurückkehrer, Tim Wernke. Freistoß VfL Osnabrück. Und eine tolle Rettung von André Wernicke, der im Tor stand, um das, wie die heiße, und dem kleinen Lamping nicht anwesend waren. Bei der VfL Eute saß auch kein Ersatztorwart auf dem Bank. Und ein Angriff über rechts. Niklas Ellmann, Tim Wernicke, Destin Beer, 1:0 VfL Eute. Und das in der 8. Minute. Das war sehr überraschend und mit einem tolles, ausgespieltes Tor. Thank you.
Brian Henning vergibt die Chance auf den Ausgleich. Doch dann in der 16. Minute Etienne Amido, Ausgleich 1:1. 16. Spielminute, Osnabrück gleicht aus zum 1:1. Torschütze mit der Nummer 14, Etienne Amido. Und dann ging's los. David Blascher spielt sie gut frei, 1:2. 20. Spielminute, 2:1 für Osnabrück, Torschütze die Nummer 23, David Blascher. Eine Minute später Freistoß Brian Henning und das 1:3. 31. Spielminute, 3:1 für Osnabrück. Ein Resultat war vor allem für den VfL heute, diese Abend, nicht so wichtig. Es konnte auch kein gutes Resultat werden, denn es sind 4 Klasse Unterschied und dabei war der VfL Osnabrück schon 2 Wochen im Training und der VfL heute erst 2 Tage. Vorlage Marc Heider und Sölemann oder Basi rettet. Klasse Aktion Etienne Amido und das 1:4. Abpraller, Marc Heider, 1:5. 36. Minute, das 5:1 für Osnabrück. Torschütze die Nummer 20, Marc Heider. Marc Heider wird fürs Tor freigespielt und eine Kollision zwischen André Wernicke und Marc Heider. Beide verletzen sich. Und dazu kommt auch noch ein Elfmeter für den VfL Osnabrück. Marc Heider verlässt das Spielfeld verletzt. André Wernicke ist auch noch verletzt, aber er muss weitermachen, denn da ist kein Ersatztorwart. Kein Problem für Marcos Alvarez, 1:6. 43. Minute, 6:1 für Osnabrück. Torschütze die Nummer 9, Marcos Alvarez. Und kurz vor der Pause wird es auch noch 1:7, Marcos Alvarez. Nach viel Zeit das 7:1 für Osnabrück, Torschütze die Nummer 9, Marcos Alvarez. Dann ist es Halbzeit und damit endet auch das Gastspiel von Maurice Jean-Paul Jaschke für der VfL heute. Zweiter Hinweis: In der Halbzeit
Dann die zweite Halbzeit, der VfL Osnabrück hatte viel gewechselt. Und die erste Möglichkeit für Osnabrück, doch Handspiel. Auch dieser Ball landet nicht in die Maschen. König Marc Ulrich, Tafelsofer vor 1:8. 59. Minute, das 8:1 für Osnabrück. Und es geht nicht mehr mit André Wernicke. Er verlässt das Spielfeld verletzt. Und für ihn kommt ins Eitertor Ersatztorwart von der VfL Osnabrück, Lorenz Beckemeyer. Und der Lorenz Beckemeyer zeigt sich gleich als ein guter Torhüter. Und hat ein paar gute Rettungen in petto. Doch das 1:9, das wir nicht im Bild haben, kann er nicht verhindern. Doch Osnabrück wollte ein zweistelliges Ergebnis. Aber das dauerte. Selbst kam der VfL heute noch etwas raus. Und der Merck hatte gedacht, hier den Torwart zu überraschen, aber das gelingt nicht. König macht den Wernke und Chance, Dennis Jex. Doch er schießt am Tor vorbei. Und wiederum eine gute Rettung, Lorenz Beckemeyer. Der VfL Leute wollte das 1:10 verhindern. Doch schlechter Pass, Marcel Hesselmann. Und es ist Niklas Schmidt, eiskalt, 1:10. Und dann ist es vorbei. 1:10, ein leistungsgerechtes Ergebnis. Und die 900 Zuschauer hatten ein schönes Spiel gesehen. Und heute hat sich so teuer wie möglich verkauft. Aber nach zwei Trainingseinheiten geht es nicht besser. Hier löst dieses Spiel kommt zugute von den Kinderherzhilfe. Und es war ein schönes Gedenken an Paul Jaschke. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Niederländer. Der Mannschaft von VfL Osnabrück wünschen wir in der zweiten Bundesliga natürlich viel Erfolg und würden uns freuen, wenn wir uns irgendwann hier in heute zu einem Freundschaftsspiel wiedersehen würden. Dankeschön und Dankeschön an die vielen Zuschauer, die heute Abend durch ihr Eintrittsgeld die Kinderherzhilfe Fechter mit unterstützen. Dankeschön.